Liebe Schwestern und Brüder hier in der Pfarrkirche St. Anton in Balderschwang, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer über Radio Horeb, alle, die mit uns über EWTN oder katholisch.de verbunden sind. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass ich bei meiner Einleitung vom Feiern geredet habe. Und vielleicht fällt es gerade manchem schwer, wenn die Liturgie solch einen Gedenktag wie heute, Enthauptung des Täufers Johannes, begeht, vom Feiern zu reden. Ist das nicht paradox, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das Scheitern, die Hinrichtung, das mörderische Ende eines Lebens feiern? Rein menschlich und weltlich gedacht wäre das durchaus kritisch zu hinterfragen. Warum also kommen wir dann doch zu dem Ergebnis, dass wir solche Tage feiern? Weil wir von unserem Glauben her eine andere Sichtweise auf diese Dinge haben. Weil uns von unserem Glauben her diese Blutzeugen geschenkt sind mit ihrer hoffnungsstarken und zuversichtlichen Botschaft, die sie uns mitgeben, durch den menschlichen Tod hindurch. Und damit uns Kraft und Zuversicht, Ermutigung geben, unseren eigenen Lebensweg mit all den Höhen und Tiefen, mit all den Herausforderungen immer wieder anzugehen. Dieses Zeugnis von Johannes dem Täufer, dieses Leben, das so geprägt ist von der Hingabe an und für Gott, ist im Gebet und in der tiefen Beziehung zu Gott und mit Gott gewachsen und immer mehr herangereift. Johannes ist letztlich wie jedes Leben ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk, wir wissen es, um das seine Eltern lange gebetet haben und die nun dieses Glück erfahren durften, dass sie Eltern geworden sind. Und so ist auch seine Geburt geprägt vom Gebet, vom Lobpreis und Dank. Der Gesang der Freude, des Lobpreises und des Dankes, den Zacharias dem Herrn entgegenbringt, kennen wir jeden Tag aufs Neue, wenn wir in dem Stundengebet der Laudes beten oder singen. Das Benediktus preist das Wirken Gottes in der Geschichte und verweist prophetisch auf die Sendung des Sohnes, auf die Sendung Johannes, dem menschgewordenen Sohn Gottes voranzugehen und ihm den Weg zu bereiten. Liebe Schwestern und Brüder, Johannes wurde aber nicht nur damals den Eltern Zacharias und Elisabeth geschenkt, sondern er ist uns immer wieder neu geschenkt, auch heute an diesem Tag. Er ist uns geschenkt mit seinem bleibenden Zeugnis, dem Verweis auf den Herrn, seht das Lamm Gottes. Johannes ist nicht nur tief selber geprägt in dieser Beziehung zu Gott, sondern er will auch uns heute, jetzt in dieser Stunde, an diesem Tag, zu einer tieferen Beziehung mit Gott helfen und hinführen. Johannes predigt nicht nur von Umkehr und Buße, indem er die Menschen auffordert, dass sie ihre krummen Wege des eigenen Lebens durch eine radikale Umkehr des Herzens gerade machen sollen, sondern er erkennt vor allem Jesus als das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes, das gekommen ist, um die Sünden der Welt hinwegzunehmen, um Frieden und Gerechtigkeit zu schaffen. Und dann kommt etwas, das nur wenige Menschen haben oder das andersherum gesagt für uns eine lange Einübung bedarf. Johannes besitzt eine tiefe Demut. Eine Demut, nicht auf sich selber zu zeigen, sondern auf den anderen, auf den schlechthin, auf Jesus. Und er versteht es dabei, sich selber immer mehr zurückzunehmen, damit dieser Christus eben wachsen kann und dass Menschen durch ihn zur Nachfolge kommen und er selber eben dieser Nachfolge der Menschen nicht im Wege steht. Durch diese Haltung, die Johannes da an den Tag legt, handelt er sich aber auch mehr und mehr Konflikte ein und steht in so mancher Herausforderung, steht so manches Mal in der Kritik, weil auch die Menschen zu seiner Zeit
das nicht alles so gesehen haben, wie er es verkündigt hat, die nicht alle die Wege gehen wollten, zu denen sie aufgefordert hat. Wenn wir heute also, liebe Schwestern und Brüder, diesen Gedenktag von der Enthauptung Johannes des Täufers begehen, dann mag uns das selber wieder neu erinnern und auch ermutigen, dass wir als Christen gegenüber der Liebe zu Christus, zu seinem Wort und zu seiner Wahrheit keine Kompromisse eingehen können. Papst Benedikt XVI. Formulierte das einmal mit folgenden Worten: Die Wahrheit ist Wahrheit, es gibt keine Kompromisse. Und weiter sagte er, das christliche Leben verlangt von uns sozusagen das Martyrium der täglichen Treue zum Evangelium, also den Mut, Christus in uns wachsen zu lassen und an Christus unser Denken und unser Handeln auszurichten. Und wie das gelingen kann, das sagt er mit einem abschließenden Satz, das kann in unserem Leben jedoch nur dann geschehen, wenn die Beziehung zu Gott gefestigt ist. Liebe Schwestern und Brüder, ich sehe es als Einladung, wenn wir solche Gedenktage feiern, wenn wir auf das Leben dieser Blutzeugen schauen. Ich sehe es als Einladung, dass wir uns von diesem Lebenszeugnis des Johannes wieder neu ansprechen lassen, dass auch wir nicht entmutigt, nicht trübselig und trauernd durch den Alltag gehen bei all dem, was im eigenen Leben auch los sein mag, aber dass wir durch diese Zeugnisse, durch diese Glaubensboten gestärkt sind als frohe und zuversichtliche Christen und Zeugen der Wahrheit Jesu Christi in unserer Zeit zu leben. Wie kann das gelingen, mag man sich da fragen, oder wie sollen wir das dann angehen? Da mag uns dieser letzte Satz vom Papst Emeritus von Benedikt XVI. Eine Anleitung geben und helfen, indem wir beginnen, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen und zu festigen, indem wir nicht nachlassen, immer wieder neu mit Gott ins Gespräch zu kommen, ihm unser Leben hinzuhalten, ihm alles zu übergeben, also mit ihm reden, mit ihm beten, bei ihm Zeit zu verbringen, in der Anbetung zu verweilen und bei ihm zu sein und uns letztlich dadurch immer mehr und immer tiefer von seiner Gegenwart erfüllen lassen, um dann gestärkt, froh und zuversichtlich heute Zeugen dieser frohen Botschaft, Zeugen Jesu Christi zu sein. Amen.